Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1 und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2, dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Diese Formel macht nur Sinn, wenn n größer gleich 2 ist. Warum? Weil der erste Wert für j kleiner gleich zum letzten Wert sein muss. Hier handelt es sich um ein Produkt. Diese Formel hat diese Form, wenn sie ausgeschrieben ist. Schauen wir nach. Wenn j 2 ist, ist der erste Faktor 1 minus 2 geteilt durch 2 mal 2 plus 1. Also so. Danach wird j 3. Der entsprechende Faktor ist 1 minus 2 geteilt durch 3 mal 3 plus 1. Also so. Und immer so weiter bis zum letzten Faktor, wenn j n ist. Wenn j n ist, dann ist der Faktor 1 minus 2 geteilt durch n mal n plus 1. Das ist dieser letzte Faktor. Anscheinend ist das Produkt von all diesen Faktoren gleich zu 1 Drittel mal 1 plus 2 auf n. Wir beweisen diese Formel zuerst für den erstmöglichen Wert von n, das heißt für 2. Wenn n gleich 2 ist, dann haben wir hier das Produkt für j von 2 bis 2, also reduziert dieses Produkt sich auf den ersten Faktor, das heißt auf 1 minus 2 geteilt durch 2 mal 2 plus 1. Und anscheinend ist diese Differenz gleich zu 1 Drittel mal 1 plus 2 geteilt durch 2. Hier ist n ja 2. Schauen wir nach. Dieser Bruch, das ergibt 1 Drittel. 1 minus 1 Drittel, das macht 2 Drittel. Und rechts vom Ist-Zeichen haben wir 2 mal 1 Drittel, das heißt auch 2 Drittel. Diese Gleichheit ist also richtig, dann und genau dann, wenn 2 Drittel dasselbe ist wie 2 Drittel. Das ist natürlich okay. Die Formel ist für n gleich 2 bewiesen. Jetzt nehmen wir an, dass die Formel stimmt für n gleich k. Das Produkt für j von 2 bis k von all diesen Faktoren ist also gleich zu 1 Drittel mal 1 plus 2 auf k. Und anhand dieser Induktionsannahme werden wir beweisen, dass diese Formel auch stimmt, wenn n k plus 1 ist. Wenn n k plus 1 ist, dann geht das Produkt für j von 2 bis k plus 1. Dieses Produkt
soll also gleich sein zu 1 Drittel mal 1 plus 2 geteilt durch k plus 1. Es bleibt noch zu beweisen, dass dieses Produkt dasselbe ist wie dieses Produkt. Dieses Produkt für j von 2 bis k plus 1 zerlegen wir in Produkt für j von 2 bis k mal den letzten Faktor, wo j k plus 1 ist. Also so. Dieses Produkt geht für j von 2 bis k und hintendran schreiben wir noch den Faktor, wenn j k plus 1 ist. Das ergibt dann effektiv 1 minus 2 geteilt durch k plus 1 mal k plus 1 plus 1. Also so. Aber durch die Induktionshypothese wissen wir, dass dieses Produkt gleich zu diesem Produkt ist. Also ersetzen wir dieses große Produkt durch dieses einfache Produkt. Zack, ist gemacht. Und der letzte Faktor wurde hier abgeschrieben, indem wir 1 plus 1 durch 2 ersetzt haben. Ein Drittel lassen wir schön in Ruhe, denn wir brauchen diesen Faktor. Hier wenden wir die doppelte Distributivität an, ist gemacht. Diese 1 lassen wir auch in Ruhe, denn wir brauchen die, gehen wir also nicht dran. Und diese drei Brüche werden jetzt gleichnamig gemacht, um sie zu addieren. So, der gemeinsame Nenner ist dieses Produkt, also wird in diesem Bruch oben und unten mit k multipliziert. In diesem Bruch wird oben und unten mit k plus 1 mal k plus 2 multipliziert. Und diesen Bruch schreiben wir einfach ab, denn er ist schon auf diesem Nenner. Jetzt werden die Zähler hier addiert, ist gemacht. Und hier haben wir 4 minus 4, das macht 0, also sind diese beiden Termen weg. Hier steht 6k minus 2k, das macht 4k. Der Zähler ist also 2k Quadrat plus 4k. Aus dieser Summe können wir 2k ausklammern und zwischen Klammern bleibt k plus 2. Dieser Bruch kann jetzt noch gekürzt werden durch k und durch k plus 2. Letztendlich bleibt als Bruch 2 geteilt durch k plus 1. Das ist genau das, was wir finden sollten, und somit ist der Beweis dieser Formel abgeschlossen.